Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute unglaublich viele brandneue Produkte für euch. 99% davon sind Drogerie. Wir haben ein High-End-Teil mit dabei, aber ich wurde so oft danach gefragt, ob ich euch es zeigen kann und reviewen kann. Und das machen wir heute auch. Freunde, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt eine zauberhafte, pfingstfreie, also freie Zeit über Pfingsten. Und seid motiviert in die neue Woche gestartet. Alle Produkte habe ich kostenlos zugeschickt bekommen, also in PR. Niemand hat gesagt, Maxim, dreh ein Video. Aber ihr wisst, ich zeige es immer bei Instagram. Und ich probiere euch auch so viel, wie es geht, davon zu zeigen. Meistens in solchen Videos oder ich baue immer das ein oder andere Produkt mit ein. Einfach, weil ich finde, dass meine Aufgabe es ist, euch zu zeigen, was gibt es Neues. Ob es gut ist oder nicht, egal. Ob ihr es kauft oder nicht, egal. Ich will es euch einfach zeigen. Hallo, wie geht es euch? Ich bin richtig glücklich. Also, ich bin immer glücklich, aber heute ganz besonders. Und ich würde vorschlagen, wir fangen an. Ich habe keinen neuen Primer, es ist nicht ein ganz Full Face. Deswegen machen wir die Base einmal so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ein Produkt, was ich aber benutzen möchte, ist recht neu. Und das ist die Wet n Wild Photo Focus Foundation in Dewy. Die Gewinner haben ihre Produkte bekommen. Ich finde das immer total schön, wenn ich sehe, dass meine Community Produkte auch geschickt bekommt und auch geschenkt bekommt. Und habe ich einen Foundation Brush? Sekunde, ich bin verwirrt, Freunde. Ich bin gerade aus dem Urlaub gekommen, aber ich dachte, ich drehe. Ich habe hier nämlich ein Pinselset von BH bekommen, aber da ist nur Angled Buffer Brush, Blush Brush. Wir haben einen Pinsel. Das ist nämlich hier aus dem Brunch Bunch Kollektiv an Pinseln. Und hier ist ein Pinsel drin. Er ist so ein bisschen angeschrägt. Und wir blenden einfach mal die Foundation so ein bisschen aus. Okay. Also die Form ist spannend, dadurch, dass er so ein bisschen angeschrägt ist. Ich mag Foundation Brushes, die gerne etwas flacher sind. Hier ist beispielsweise einer jetzt von Luvia. Der ist so leicht angeschrägt. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Die Foundation sieht jetzt ein bisschen hell aus, aber sie oxidiert ein kleines Stückchen. First Impression vom Pinsel, furchtbar. Ich mag dieses... Sorry. Ich bin ehrlich. Ich mag dieses Angeschrägte gar nicht. Aber... das ist, glaube ich, nur mein Ding. Ich glaube, zum Contouring ausblenden probieren wir es gleich nochmal. Ansonsten ist es nicht so meins. Die Foundation sieht einmal gut aus. Ich liebe sie. Kein Thema. Beste Foundation überhaupt. Ein bisschen Concealer. Auch keinen neuen. Was für ein Video. Full Face First Impression. Neuheiten, aber die Hälfte davon ist nicht neu. Aber Freunde, wir kommen gleich zu den Neuheiten, weil da habe ich wirklich zwei wunderschöne Lidschattenpaletten von BH Cosmetics bekommen. Und die sind so, so toll. So, ich habe mein Gesicht einmal halbwegs gesettet. Ich möchte jetzt aber einen anderen Pinsel dafür benutzen. Und zwar nehmen wir diesen großen hier. Der ist recht fest gebunden. Ich glaube, dass wir damit eher Bronzer auftragen können. Ich möchte aber probieren, ob man damit auch Puder auftragen kann. Klar, kann man. Aber okay, finde ich gar nicht schlecht. Der ist nämlich etwas, wie gesagt, fester gebunden. Und dadurch könnt ihr das Puder wirklich in die Haut so reinpressen. Und ihr wischt nicht. Schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gut. Und jetzt, Freunde, kommen wir zu einem Produkt, nachdem mich so viele gefragt haben. Ich hatte es euch bei Instagram gezeigt. Es ist von Charlotte Tilbury. Das ist der Airbrush Bronzer. Und ihr könnt sehen, wie riesig dieses Ding ist. Ich habe ihn jetzt die letzte Woche schon getestet. Ich war beim Launch-Event, beim digitalen Launch-Event. Richtig cool. Der soll die Haut weicher machen. Also im Prinzip soll das genauso mega sein wie das Puder, nur als Bronzer. Ist es nötig? Keiner weiß. Sieht es gut aus? Definitiv ja. Und ich benutze jetzt auch denselben Pinsel hier. Gehe hier rein, nimmt gut Pigment auf der Pinsel, krass. Und ich mache erstmal nur eine halbe Seite und ich übertreibe es jetzt auch ein bisschen mit Bronzer. Ihr seht, der hat eine richtig schöne Pigmentierung. Ich habe die Farbe 2, auch den verlinke ich euch einmal unten. Der ist etwas teurer, aber da sind 16 Gramm drin. Das ist eine gute Menge für einen Bronzer. Ich vergleiche es jetzt mal kurz mit dem Fenty Bronzer. Da sind 6 Gramm. Quatsch. Ist da so viel drin? Im Fenty Bronzer sind 6,23 Gramm. Hier sind einfach 16 Gramm Produkt drin. Das ist eine ganz schöne Menge. Und das Schöne ist, hier hinten ist ein kleines Loch. Und da könnt ihr durchstechen und dann könnt ihr euch ein Refill holen. Ich glaube, die gibt es schon oder sie kommen jetzt demnächst, die Refills. Ihr müsst nicht immer die komplette Verpackung kaufen. Das soll sehr umweltschonend sein. Finde ich eine super Idee von Charlotte Tilbury. Spart den natürlich Geld, euch dann aber am Ende auch. Wie viel es ist, weiß ich nicht. Aber eine super Sache, deswegen wollte ich es einfach kurz erwähnen. Und ihr könnt sehen, das ist ein sehr, sehr feiner Bronzer. Der hat kein Kickback, hat eine sehr, sehr schöne Farbe. Und im Vergleich dazu, ich glaube, ihr könnt sofort einen Unterschied sehen. Der ist halt wie das Puder, ne? Das ist ein ganz feines Puder, sehr, sehr weich.
lässt die Poren so ein bisschen verkleinern. Sehe ich den Sinn nicht ganz so hinter diesem Claim, dass es die Poren verkleinern soll, weil, Girl, hier habe ich keine Porenprobleme. Ich habe, wenn dann, hier um die Nase Probleme. Aber ist eine gute Sache. Sehr schön, wer ein bisschen Geld übrig hat und gerne auf diese Luxusprodukte steht. Toll, ich mag die Farbe lieber als den vom Fenty Bronzer, weil das eher so ein, ja, das ist ein bisschen kühler. Schönes Produkt. Ich habe von Wet n Wild aber noch ein paar Produkte bekommen. Ein Highlighter hier. Also den hatten mir viele gezeigt. Das ist die Precious Petals Highlighter Palette. Ich habe hier aber neu die Hello Halo Blushlighter Palette. Und da möchte ich die Farbe, wenn ich es aufkriege, irgendwann flippe ich aus mit diesen Klebedingern. Ich benutze jetzt den Highlighter-Pinsel von Morphe und gehe in die Farbe hier rein. Hat ein bisschen Kickback und das platziere ich mir hier einmal auf den. Schön. Sehr soft, man kann ihn aber aufbauen und dann hi. Schöne Farbe, kann man nichts zu sagen, gefällt mir gut. Jetzt, Freunde, habe ich hier aber von BH, und dafür seid ihr alle da, die Weekend Vibes Bellini Palette. Die haben eine neue Contouring- und Bronzer-Palette. Ich habe jetzt hier einmal die Blush-Palette bekommen und da sind einfach die schönsten Blush-Töne drin. 6 Stück, wir haben hell bis dunkel, knallig, ein bisschen softer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Farbe ich nehmen soll. Und passend dazu auch diese Pinsel. Auch hätte ich mir mal was Rosanes angezogen. Sie riecht nicht. Also sie hat keinen eigenen Geruch. Es riecht halt einfach nach Make-up. Ich glaube, ich gehe in die Farbe Peach of Cake. Ich sehe da nicht, ob ein bisschen Schimmer drin ist oder nicht. Oh, es ist. Santa Maria, sind die pigmentiert. Seht ihr das? Also es ist krass. Das kommt in der Kamera nicht so krass rüber. Ich habe es jetzt mal ein bisschen dunkler gestellt, so könnt ihr das besser sehen. Wie krass pigmentiert ist die Farbe, bitte. Ich gehe jetzt mal in die hellere Farbe, Georgia Peach, und gebe mir das hier hin. Und jetzt in die Farbe Life's a Peach. Der Pinsel ist brechend voll. Und das gebe ich mir jetzt hier hin. Okay, she's pigmented AF. Sonnenbrand ist am Start. Dieter Bohlen ist quaking. Wow. Also, ich sag immer, Blush ist wie Nudeln kochen, Freunde. Bei Blush kann man nicht viel falsch machen. Ihr müsst nur vorsichtig sein damit. Schöne Farben, BH Cosmetics generell. Bombenqualität für verhältnismäßig wenig Geld. Gefällt mir gut. Ich mag auch, dass diese Formate von denen im Moment so gleich sind. Also dieses Quadratische. Es sieht in den Schubladen einfach ordentlicher aus. Ich weiß ungefähr, wenn ich die Verpackung sehe, was ist da drin. Passt auch so ein bisschen diese Travel-Paletten-Geschichte. Living, liebe ich. Ich würde mir einmal kurz die Augenbrauen machen und dann zaubern wir uns was Schönes auf die Augen. Freut, ich habe euch gleich ein Stückchen herangeholt. Blush gefällt mir sehr, sehr gut. Schön leuchtend, aber trotzdem zart. Also ich habe es natürlich jetzt wie immer und euch bekannt übertrieben. Aber gefällt mir. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen viel gegessen in den letzten Tagen. Deswegen so ein klitzekleines bisschen Contouring nicht fehlen darf. Und da habe ich ein paar Pinsel bekommen von Kisu. Und das ist der. Weiß ich nicht, welcher Brush es ist, aber es ist so ein kleiner. Und da gehe ich in die Essenspalette rein und setze mir das hier so ein bisschen hin und dann hier vorne. Und dann sieht das Ganze gleich so ein bisschen aus, als hätte ich gestern mit Pamela Reif Sport gemacht. Ja, das hat ein bisschen gefehlt. Sieht ein bisschen besser aus, Freunde, ne? Und wir machen weiter mit der Lidschattenpalette. Und das ist die Avocado Toast Palette von BH. Da sind 16 Farben drin. Ich habe so viele Nachrichten dazu bei Instagram bekommen, dass ich die unbedingt testen soll. Und so sieht die Palette einmal aus. Wir haben wunderschöne Grüntöne drin. Und okay, sie riecht ein bisschen doll nach Kleber, aber es verfliegt immer nach ein, zwei Stunden, wenn sie wirklich mal kurz offen war. Und wir benutzen dazu die Pinsel hier. Ich gehe als erstes mit dem fluffigen Pinsel, das ist die 8, in die Farbe Avo Toast. Pinsel sieht sehr gut voll aus. Ich klopfe einmal ab und gebe mir das direkt in meine Lidfalte. Es gab noch eine, die war eher so ein bisschen wärmer, ging so Richtung Peach und Gelb. Aber ich dachte mir, wir machen mal wieder was Grünes, weil Grün ist so eine Farbe, die wird, finde ich, in der Make-up-Industrie total vernachlässigt. Und ich weiß auch warum, weil viele Leute trauen sich einfach nicht, Grün zu tragen im Alltag. Also wir haben einmal so ein paar neutralere Töne für den Alltag und dann könnt ihr aber auch mit ein bisschen Grün arbeiten. Ich habe gerade so ein bisschen vergessen, euch zu sagen, wie krass die pigmentiert ist. Also ich bin zweimal reingegangen jetzt in die Farbe, ne? Sehr, sehr schön. Das ist immer so, ich bin, glaube ich, immer so ein bisschen voreingenommen bei Marken, wo ich weiß, dass es eigentlich funktioniert.
Ich zeige euch ja mittlerweile auch so ein bisschen eher die Produkte, was es so Neues gibt und sage euch, das ist gut, das ist nicht gut. Offensichtlich ist das, was wir bis jetzt benutzt haben, alles ziemlich gut. Ihr seht es ja auch. Ich habe neulich einen Kommentar gelesen, wo ich mich so ein bisschen nicht geärgert habe, aber der hat mich zum Nachdenken gebracht und ich teile sowas ja auch immer gerne mit euch, weil viele von euch lesen ja auch nicht einfach alle Kommentare. Und es war ein Kommentar von wegen, ja, naja, ist doch klar, dass du immer sagst, dass dir alles gefällt. Stimmt nicht. Ich sage schon, wenn mir etwas nicht gefällt, aber ich finde, es gibt so einen kleinen Unterschied zwischen, ich sage, dass es mir nicht gefällt oder in einer Kombination bei mir vielleicht nicht funktioniert. Ich probiere meinen Unmut immer zu begründen und das wird dann oft als, du sagst nicht die Wahrheit. Ich meine, ihr seht ja am Ende, hat etwas funktioniert? Wie sieht der Look aus? Ja oder nein? Wie ich da hingekommen bin, ob ich lange gebraucht habe zu verblenden oder nicht, das ist wieder eine andere Sache. Das sage ich euch ja dann am Ende. Ging es gut, ging es nicht gut. Hier habt ihr es gesehen. Wunderschöne Farbe, gefällt mir gut. Ich blende das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen mit der Farbe Over Easy aus. Das ist so ein Gelb. Einfach, dass ich hier so einen leichteren Übergang habe. Ich nehme den anderen Pinsel, das ist die 5, und gehe in die Farbe Guac. Das ist hier unten. Das ist eher so ein bisschen in die bläuliche Richtung. Und das gebe ich mir in die Lidfalte direkt. Um das Ganze so ein bisschen, ja, Petrolgrün zu kriegen. Krass pigmentiert. Also ihr seht, ich bin jetzt zweimal reingegangen, presse es hier rauf, mache so ein bisschen Wischi-Wischi. Fertig. Also wenn eine schöne grüne Palette haben möchte, nice. Ich nehme den anderen Pinsel, das ist die 10, und gehe in die Farbe Holy Moly und Pit, klopfe ab und das setze ich mich hier außen hin. Das ist ein Schwarz, aber ich habe es ja jetzt so ein bisschen gemischt. Und auch hier vorne an mein Inner Corner. Und mache so ein kleines Halo-Eye. Das Schwarz ist schon krass. Ich dachte, das ist eher so ein Grün. Und das Schöne ist, der Pinsel, die 10, ist nicht ganz so festgebunden. Ich kann damit auch sehr, sehr präzise gleich ausblenden. Seht ihr? Kein bisschen Fallout unter den Augen. Ist euch das mal aufgefallen? Das ist bei Grün echt ein Wunder. Habe ich noch einen anderen Pinsel? Ja, es sind vor allem so viele kleine dabei. Guckt mal hier. Hier ist ein ganz, ganz kleiner. Den benutzen wir gleich fürs Inner Corner. Und ich nehme jetzt aber noch den Pinsel Nummer 6 und gehe nochmal in die Farbe Superfood und gebe mir das an meinen unteren Wimpernkranz. Und blende das richtig weit aus. Ja, ist recht hell. Ich gehe noch ein bisschen in die Farbe Guac. Um das so ein bisschen zu verdunkeln. Richtig gut. Ich nehme den großen Pinsel nochmal, die 8, gehe in die Farbe Pit und Guac und verdunkel das hier außen. Jetzt nehme ich meinen Finger, Freunde, und gehe in die Farbe Extra. Das ist so ein dunkles Grün, sehr smaragdfarben und das presse ich mir komplett auf mein Lid um. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Fallout. Aber das ist ein sehr, sehr sattes, dunkles Grün. Was für ein cooler Look. Hier ist auch noch so ein angeschrägter Pinsel. Und damit gehe ich jetzt in die Farbe Lemon Pepper. Und das toppe ich mir hier aufs Zentrum. Slytherin is shaking. Draco Malfoy who? Das bisschen Kickback geht sehr, sehr gut weg. Freunde, ich glaube, ihr seht schon, dass ich recht begeistert bin von der Palette. Auch vor allem von den Farben. Weil in der Palette sehen die alle recht schlicht aus. Aber durch dieses Schwarz habe ich das Ganze einfach nochmal zu einem ganz, ganz anderen Level gebracht. Und dieser Schimmerton oder diese beiden Schimmertöne, ich habe ja immer noch was auf meinem Finger. Hier seht ihr nochmal so einen kleinen Swatch. Mega. Gehe jetzt mit einem kleinen angepointeten Pinsel in die Farbe Avocado. Und das setze ich mir an mein Inner Corner. Oh, she's metallic. Also ich habe gedacht, das ist, ja, so eine süße Avocado-Palette. Ich hasse dieses Thema mittlerweile. Aber, okay, was soll man anderes mit Grün machen? Blattlaus oder so? Ist ja auch nicht so wirklich ein ansprechendes Thema. Gefällt mir gut. Freunde, was soll ich dazu sagen? Was sagt ihr denn dazu? Also, mega. Ich wollte eigentlich was auf die Lippen geben. Und da habe ich auch von BH aus der Frühstückskollektion Glosse bekommen. Die So Extra Chai Latte Glosse. Gibt es einmal in, also einen matten Gloss gibt es ja nicht, aber es gibt den einmal in, sind die groß. Also, das ist ja größer als die Zukunft von mir. Einmal mit Schimmer drin und einmal ohne Schimmer. Ich nehme jetzt mal den hier ohne Schimmer. Wie viel ist denn da drin? 10 Liter oder was? 4 Gramm. Okay, es geht. Sehr großes Füßchen. Oh, es riecht gut. Es riecht wirklich nach Chai. Wow. Chai Latte. Es riecht auch besser als meine Zukunft. Sehr pinky. Sieht ein bisschen Fäden. Ich habe, glaube ich, aber auch etwas viel genommen. Aber
Nice, Freunde. Als Mascara benutze ich hier nochmal die High Beauty Mascara von Essence. Mega gut. Ich mag die total gerne. Ich kann leider keine Fake Lashes tragen im Moment. Ich hatte ein Wimpernlifting und ich lieb's. Mag Fake Lashes eh nicht so gerne. Aber die Mascara ist halt wirklich gut. Wisst ihr, was ich gerade überlege? Ob ich mir noch was auf meine Wasserlinie gebe? Freunde, ich habe einmal noch so ein ganz kleines bisschen Schwarz in meine Lidfalte gegeben, dass es so ein bisschen dunkler wird. Ich bin begeistert. Also es war kein Produkt hier jetzt dabei, wo ich gesagt habe, so, naja, ich weiß nicht so recht. Richtig, richtig schön. Ich freue mich, dass ihr heute hier wart, Freunde. Ich setze euch alle Produkte, die ich finde, unten in die Infobox. Schreibt mir doch gerne einmal euer Lieblingsprodukt unten in die Kommentare. Und wir sehen uns beim neuen Video wieder. Passt auf euch auf.